Ich will eine Werkzeugbank, hätte ich beinahe gesagt. Ein Waffenladen. Was ich nicht alles für die Frau mache. Best Friend. Wo will sie hin? Maybe I should have brought you clothes instead. Jetzt bin ich voll braun. So, jetzt aber zur Quest zurück. Das ist noch gar nichts. Das bringt mich nur zum Dings zurück. Das ist mir zu weit weg. Da könnte ich aber hinlaufen. Ach nee, ich muss sie nicht wirklich tragen. Ist die Frage, soll ich jetzt zurücklaufen oder was hat das zu bedeuten? Das heißt, Stacy... Start einer PM in einer halben Stunde. Will call me back to the safe house. Ist, wenn irgendwas passiert. Da sie das noch nicht gemacht hatte, ist auch noch nichts passiert. Sprich, ich muss aber auch nicht zum Safe House zurück. Sie könnte sich vielleicht reinsetzen. So, haben wir hier was Schönes? Ein Rasenmäher. Ein Hut? Kann man kombinieren? Geil. Krass. Hab ich das Rezept eigentlich gerade bekommen? Ich hab nichts gesehen. Ich könnte mal was essen. Nichts drin? Gibt es sonst was zu essen im Mülleimer? Achso, die Wodkaflaschen. Das ist ein richtiges Wodka-Lager in den Papierkörben. Nur zwei. Ja, Saft bringt mehr. Soll ich mal nicht so haben. Schade, wäre der Weg breiter, dann könnte ich den Wagen mitnehmen. Sie rennt doch. Brauchst du doch gar nicht tragen. Das heißt, ich muss doch zurücklaufen. Toll. Hättest du mir das nicht vorher sagen können? Weißt du, was mit der Nebenkiste jetzt hier war? Na, die nehme ich noch schnell. Dann muss ich mich aber beeilen. Dieser blöde Pfeil, ihr habt da gerade gesehen, wie der von links nach rechts geswitcht hat. Wenn das Ding auch reinkommt. Da oben ist er. Ich hab keine Zeit.
Wunder, dass ich ihn damit nicht treffe. Restricted to gaming. Was? Wie soll ich noch einen töten? Alle, die die Hände hochhalten? Oh, jetzt komme ich mit, ich habe keine Zeit. Jetzt muss ich mich aber sputen. Ich hoffe, die halten mich jetzt nicht auf. Das kann hilfreich sein. So, genau, perfekt. Ah, es ruckelt. Warum ruckelt es? Es hat noch nie geruckelt. Oh, wo will der mich hinführen? Oh scheiße, ich kann es gar nicht mitnehmen. Ah, vielleicht habe ich Glück und ich kann mit reinnehmen. Das wäre cool. Vor allem das nächste Gebiet, damit kann ich es auch eigentlich benutzen. Also da gibt es breite Wege zum Fahren. Und ich kann es echt gebrauchen, weil dann bin ich A, ich selbst bin schneller und B, die Typen sind sicher. Oh nein, ich bin wieder rein. Ach, da habe ich ihr gerade den Rücken getreten. Hier drinnen gibt es ja auch ein Auto. Aber da fehlen mir noch die Schlüssel. Aber ich habe ja schon Schlüssel bekommen. Ich könnte ja eigentlich mal gucken, ob die vielleicht schon passen. Nee. Leider nein, leider nein. Dann hätte ich es auf jeden Fall definitiv geschafft. Schade, dass man in der Müllbox keinen transportieren kann. Platz genug wäre ja für zwei. Und vor allem rennt er dann auch richtig. So, danach gehe ich mal in den Laden hier rein und hole mir ein paar Schuhe. Und ein paar Anziehklamotten. Wobei, ich kann ja mal gucken, ob ich in der Filiale, hätte ich beinahe gesagt, im Safehouse was finde. Nur noch 1 mm Balken. Ach scheiße, sie wird gerade festgehalten. Ah, fuck. Tja, dann war's das mit. Obwohl, sie rennt wieder. Wenn ich hole, starte ich die Quest. Und hole sie dann nochmal, falls sie bis dahin noch lebt. Na komm schon. Ach Mist, da stand ja Europa und nicht Erik. Ich hätte schon früher reingekonnt. Sie kriegt jetzt natürlich kontinuierlich Schaden. ...45.000. Heftig. Achso, das war Geld. So, erstmal schnell hier rein, damit die Quest nicht schief läuft. Wenn ich Glück habe, lebt sie hinterher noch. TK? Are you sure? He paid that poor sap to do it for. But that's not possible. Why would he let his own zombie supply loose?
sabotage his own show. I'm sure he's got his reasons. So you say. Wait a minute. Is he the one who fed you that tape? Don't be ridiculous, Frank. Oh, man, not again. It sounded like it came from outside. Looks like someone might be messing with the casino vaults. I can't tell who it is, though. Then I'd better get out there and find out for myself. Now who's ditching who? I don't know if she's really brave or just really stupid. Was könnte die Erschütterung verursacht haben? Oh, wir können speichern, das ist schon mal schön. Ich hole jetzt auch, glaube ich, nur noch die Tante und speichere dann hier drinne, weil es wird schon wieder Zeit. 6.46 Uhr, 10 Uhr. Das ist älter. Da bin ich auch noch Level 17. So, Europa lebt noch. Wenn ich Glück habe, lebt sie auch noch, wenn ich draußen bin. Und ich habe noch die Möglichkeit, zu ihr zu rennen. Eigentlich war sie ja, bevor ich reingegangen bin, auf dem Weg zu mir. Sie ist ja gerannt. Sie war ja, hat sich ja losgelöst von dem Zombie, der sie festgehalten hatte. Sieht gut aus. Talk to me. Frank, there's a woman lying on the floor of the Venus Touch Spa in the Palisades. It looks like she's barely alive. Ach, wo zählt's denn erst? Ab hier. Hätte sie da hinten am Kanister stand, hätte es ruhig auch schon gehen können. 10 Meter Umkreis oder so. Ihr Shoppinggeld bekommen. So, Klamotten hole ich mir. Aber Level up. Mit einer Combo-Card. Spin Gun. Achso, und die Tiki Torch. Fantastic. Das war's, mehr gibt's nicht. Na gut, dann kann ich auch reingehen. Ach Mist, ich wollte ja eh speichern. Na, dann mache ich mir vorne nur noch eine Waffe und dann gehe ich wieder rein. Bei Waffen habe ich momentan fast gar keine. Ich finde es auch ein bisschen doof, dass man die Waffen nicht wiederkriegt, die man den Leuten gibt. Morgend. What's up? Those men have set up at the vaults in the Americana, the Slot Ranch Casino and the Yucatan. Jetzt habe ich wenigstens wieder eine mehr. Excellent. So. Okay, das sieht nach einer großen Quest aus. In drei Gebieten. Aber ich wollte speichern. Aber ich kann mir ja auch einen Speicherpunkt hier suchen. Nehme ich den da. Dann muss ich nicht nochmal extra zurücklaufen. Hier ist zu, also ist der nächste Raum mit Zombies überfüllt. Oder es kommt ein Event. Die sehen irgendwie stärker aus als sonst. Aggressiver. Oh oh. Das erinnert mich an was. Ach ja. Das gab's im ersten auch. Sure hope this still works. Krass, krass. Das gab es im ersten Teil, glaube ich, auch, weil ich glaube nicht, dass ich den zweiten so weit gespielt hatte. Irgendwelche Parasiten und wenn die einen angegriffen haben, dann waren die halt infiziert. Ja, yeah, jetzt brauche ich nur noch Schuhe. Basecap? Oh, ich kann keinen davon tragen. Da sind Schuhe. Sneaker. No. Keine Autogramme heute. Oh,
Ach ja, das hatte ich ja schon mal. Kriegt man nur einmal scheinbar pro Speicher, pro Spieldurchlauf. So, ich wollte speichern. Weil das waren so ziemlich 2 Stunden. Das ist eine gute Zeit. Oh weh, hier kommt wer raus. Oh, zum Glück. Ja, das Problem hat man bestimmt nur, wenn man außerhalb speichert, außerhalb des Rescue Points. 1 Uhr. Da. Na gut. An dieser Stelle bedanke ich mich natürlich wieder bei euch. Schaut doch die Tage rein, denn es ist gerade mein Channel sich sowieso am Wandeln. Ich habe zahlreiche Netzwerkangebote bekommen und bin gerade am Überlegen, wen ich akzeptiere. Ich habe zum Teil eins von Inside Game bekommen, Game Inside von Machinima, The Next Gamer Network, Zooming TV, wie sie alle heißen. Fullscreen sogar auch. Machinima ist eigentlich der coolste von allen, aber weiß nicht, die wollen irgendwie nur 50% oder 60% auszahlen. Das ist eigentlich total wenig im Vergleich zu den anderen Netzwerken, wobei die oft wesentlich bekannter sind und ach, keine Ahnung, vielleicht wird es doch TGN, mal sehen. Also schaut vorbei und guckt, was sich ändert und ja, bis dann!